Ja, an so einem trüben Morgen würde ich als Orangutan gar nicht erst aus dem Nest kommen. Jeden Abend bauen sie sich einen solchen Schlafplatz. In der freien Wildbahn aus Ästen und Blättern und hier eben auch mal aus Kuscheldecken. Ich dachte übrigens ziemlich lange, dass das Orang im Namen dieser Art auf ihrer orangenen Fellfarbe beruht. In Wirklichkeit heißt es aber Mensch. Der Mensch aus dem Wald. Legenden zufolge sind diese Tiere so klug, dass sie sprechen könnten, wenn sie es nur wollten. Sie lassen es aber natürlich, da sie sonst bestimmt arbeiten müssten. Ein kleiner Fakt für euch als Zoobesucher. Für viele Tiere ist es ein direkter Angriff, wenn ihr ihnen direkt in die Augen starrt. Das heißt, wenn ein Orangutan hier rumläuft, fixiert er uns auch nicht so, obwohl er genau weiß, wir stehen da und er fühlt sich vielleicht auch gestört. Aber er wird mal ein bisschen zur Seite gucken. Wenn ihr auch die Tiere toll findet, versucht die nicht immer direkt so zu fixieren. Ich meine, bei kleinen Kindern lässt sich das vielleicht nicht vermeiden. Aber wir sind ja ein bisschen älter und können unseren Blick kontrollieren und gucken ein bisschen gediegener und seitlicher, dass die Tiere sich auch nicht gestresst fühlen. Ne, Colin? Ja, ich weiß ja gar nicht, warum ich jetzt hier überhaupt im Bild war. Ich dachte, du willst vielleicht auch was. Gut, lassen wir die Orangs mal chillen und schauen uns derweil mal ein paar Vögel an. So, hinter mir seht ihr jetzt ganz viele verschiedene Störche. Es sind jetzt, glaube ich, 3 Storcharten in diesem Gehege. Und eine davon ist so pink. Und die sind, glaube ich, normalerweise auch pink, aber irgendjemand hat mir geflüstert, dass es sein kann, dass die zu viel Flamingofutter irgendwo. Die heißt übrigens Nimmersatt. So, und diese Nimmersatt-Tierchen, die haben einfach zu viel Flamingofutter irgendwo weggeklaut und jetzt ist die Gefiederrosa geworden. Oh, guck mal. Zuckerstorch. Oh, schön die Zähne gezeigt, ja. Ich bin groß von der Zahnfee. Ja. Nein. Oh. Es quiekt. Man würde ja denken, so wie ein Tapir aussieht, ist er eher mit einem Schwein zum Beispiel oder so verwandt. Ist aber nicht so. Sein nächstes Verwandtier ist, glaube ich, eher so ein Pferd. Ja. Felix, hast du einen Gag gemacht, Felix? Ja, Felix hat einen ganz netten Gag gemacht. Mit wem ist das denn jetzt? Ich glaube, ich wollte Pferd sagen. Ja. Vorbei an vielen anderen Tieren geht's dann langsam aber sicher Richtung Eismeer. Ja, hier haben wir hier unsere Futterküche, damit wir natürlich unseren Fisch so gut wie möglich auffangen können, damit hier auch natürlich alles sauber ist. Mhm. Momentan brauchen wir am Tag ungefähr... Das ist der Speiseplan. Genau, das ist der Speiseplan. Und ja, jeden Tag wird denn hier ungefähr 225 Kilo Fisch aufgetaut. Oh. Aber nur mal ganz kurz, ja? Das sind Namen von einzelnen Tieren. Genau. Ja, genau. Und die haben alle, das können die so kontrollieren. Das so Polasser zum Beispiel nur 3 H und 4 L bekommt. Heringe, genau. Ja, genau. Ah. Das H ist die Abkürzung für Hering, das L für Lodde und T für Tintenfisch. Wenn ich mir mein 1,5 Kilo Rindfleisch täglich, bin ich ja quasi unterm Radar. Ja, genau. Aber er hat natürlich auch ein bisschen mehr Kilo an den Rippen als du. Daher mit er bewegt sich auch ein bisschen mehr als du. Ist ja auch gut so viel. Jetzt genug auf mir rumgehackt. Ne? Geh ich jetzt. Hier sind bereits die aufgetauten Fischchen. Schön sortiert nach Name und Mahlzeit. Die 6 Eimer rechts sind für die Pinguine. Alles andere bekommen die Walrosse zu fressen. Und 8 Eimer fehlen bereits, da die Morgenration schon verbraucht ist. Es riecht ein bisschen, wie wenn man Trockenfisch kauft. Also da drin nicht so. Wenn man Trockenfisch fürs Bier gekauft hat, so riecht es da drin. Was? Trockenfisch fürs Bier? Ich glaube, das ist auch eher so ein... Okay, ja. Hände hoch, wer hier im Raum schon mal Trockenfisch fürs Bier gekauft hat. Naja, Freunde, genug von Trockenfisch. Wir sind ja hier, um ein ganz bestimmtes Tier näher kennenzulernen. Nämlich Judith, den kleinen Pinguin. Die Leute... Bist du denn? Pickst du? Pickst du? Nein. Darf man die anfassen? Ja. Darf man die anfassen? Oh, wie fein!
Ja, wie fein bist du denn, Judith? Ich ja, ist auch zu viel hier. Mensch. Die Eltern füttern die, bis sie so groß sind wie Judith. Daun Federn gerade verloren haben und dann gehen die Eltern ins offene Meer und die Lütten müssen hinterher und sich selbst einen Fisch fangen. Ja. Sie schließen sich manchmal so in Erwachsenengruppen an, die das so ein bisschen vorzeigen, aber sie müssen es halt alleine machen. Die Möglichkeit haben wir bei uns aber nicht. Deswegen wurde sie hinter die Kulissen genommen und kriegt da ihren Fisch immer von uns erstmal in den Schnabel gelegt, dass sie dann merkt, ach, der grüne Pfleger gibt mir Fisch. Und Schritt für Schritt wird sie dann im Wasser gefüttert und jetzt ist sie so weit, dass sie im Wasser den Fisch einfach nimmt. Ja. Und das schluckt sie in den Mund. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich einen Pinguin so watscheln sehe, muss ich sofort an einen Cowboy denken, der jederzeit bereit ist, seinen Colt zu ziehen. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Fisch, nur ohne Schuppen. Wie dick ist denn so eine Fettschicht jetzt unter der Pinguinhaut? Nein, so dick, eine richtige Fettschicht hat man Pinguinen gar nicht. Die haben ganz, ganz dichte Federn. Das ist richtig dachziegelartig aufgebaut. Und wenn man hier guckt, kannst du wühlen und suchen, wie du willst. Du findest niemals Haut oder irgendwas, weil die Federn wirklich so dicht sind. Und das ist einfach die Isolation, dass sie einfach ganz viele Federn haben. Nicht wie so ein Walross oder so ein Seebär, der einfach eine dicke Fettschicht hat und einfach kaum Haare. Das ist beim Pinguin eben mehr über die Feder, über das Federkleid, was total wasserabweisend ist und eben noch total isoliert. Dass es Judith gibt, ist eigentlich ein riesengroßer Zufall. Eigentlich herrschte Brutverbot im Zoo. Aber zwei Pinguine haben sich irgendwo ein entlegenes Örtchen gesucht und ein Ei gelegt. So kam es dazu, dass wir heute Judith sehen dürfen. Fast zu schnell ging die Zeit mit Judith vorbei. Ja, Pinguine sind halt schon super. Also, komm mal zu Vater. Kommst du mir zu Vater? Komm zu mir, komm zu mir. Komm zu Vater. Nein, komm zu. Nicht so nah rangehen, er muss sich entscheiden können. Ja, fein. Komm, kommst du zu Papa? Ich bin doch viel feiner. Nein. Komm her, Tierchen. Ja. Hier gibt's Fisch. Hier gibt's Fisch. Hier gibt's Fisch. Nein, er weiß, dass ich besser kochen kann. Komm her. Ja. Er will. Doch, er will wohl, weil ich nämlich mich so gut um Judith gekümmert habe. Ne? Ich bin besser. Ich bin der Biologiestudent. Ja, guck mal. Du weißt, was für dich gut ist. So, jetzt auf dein Zimmer. Jetzt musst du auf dein Zimmer gehen. Für uns geht's jetzt aber weiter. Mehr Bewohner aus dem Eismeer kennenlernen. Colossa macht ihrem Namen alle Ehre und könnte es bestimmt mit so manchem Relaxo aufnehmen. Ja, wir haben also Colossa. Gleich der Jungtier für diesem Jahr. Im Juni geboren. Schon die kleine Loki bringt stolze 125 Kilo auf die Waage. Oder so ein Wikingerstamm, der wird schon lange satt davon. Das muss man natürlich fairerweise auch sagen. Ne? Das denkt man gar nicht, dass sie 100... Ich meine, sie ist relativ kompakt und klein. Das ist doch ein sehr hohes Gewicht. Das ist bei mir das Gleiche. Das glaubt man halt auch nicht. Ich glaube es nicht. Ich denke, ich bin doch kompakt und klein und dann stelle ich auf die Waage und dann... 150? Oh, Colin. Nein, wenn du so viel wiegen würdest wie ich, wären wir genauso schwer wie Loki. Ich wiege aber halt ein bisschen mehr. Als Loki. Odin zum Beispiel verspeist zurzeit locker 35 Kilogramm am Tag. Und wenn der Frost im Winter erstmal zuschlägt, beträgt seine Tagesration ganze 60 Kilo. Also ungefähr mein Körpergewicht, aber in Fisch. Von Colossas und Lokis Schwerfälligkeit an Land bleibt aber nichts mehr übrig, wenn sie erstmal ins Wasser geplumpst sind.
ein Flamingo. Der langweiligste Tier der Welt. Die sind ja nicht langweilig. Ja, Flamingos und Zebras, die rangieren in der... Mega, das Partytierchen. Ja, sag, macht ihr Party? Macht ihr Party? Ich glaube kaum. Ja, unser Tag im Tierpark Hagenbeck geht zu Ende. Ja, wir hatten heute sehr viel Glück mit dem Wetter. Ja. Es war echt nice, weil wir die ganzen Tierchen mit wunderschöner Sonnenbestrahlung gesehen haben. Was war dein Highlight? Mein Highlight? Oh, an mir war es... Irgendwas mit Vögeln gewesen sein. Also meins war Pinguin-Dame Judith. War, oh ja! Die war die Beste. Also ja. Pinguin streicheln, das passiert ja nicht so oft. Ne? Das, also dass man mal was Pelziges unterm Finger hat, das kommt ja schon mal vor. Aber ich bleibe einfach bei Pinguin-Dame Judith. Ich fand die ganz hübsch. Und ich fand es toll, dass wir sie füttern durften und streicheln durften. Und ey, es ist schwer zu sagen, was man am coolsten fand, wenn man überall kleine Tierchen... Und das Huhn! Das Huhn! Ich fand das Huhn am coolsten. Das Huhn, was so, was so Federn hat, wo jede Feder aber so eine Umrandung hat wie so eine Schuppe. Ey, wir ziehen wieder die Abmassung mega in die Länge. Ich krieg jetzt noch eine halbe Stunde reden. Du musst ja schon. So, jetzt, es ist okay. So, tschüss jetzt. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr kommt vielleicht mal hier. Und wir gehen alle zusammen hier hin. Jo, so. Flamingo-Style. Flamingo!